Waren Sie selbst in der Jugendarbeit tätig? Wenn ja, was haben Sie davon mitgenommen? Beziehungsweise was können junge Menschen aus der freien Kinder- und Jugendarbeit mitnehmen? Also ich war selber in der evangelischen Jungschar, habe das sehr genossen. Das waren tolle Zeiten, abenteuerliche Zeiten. Und manchmal wünsche ich, die heutige Jugend hätte genauso viel Zeit auch für Abenteuer, diese Dinge mitzuerleben. Ich habe dann selbst auch, war dann selbst auch Führer in der evangelischen Jugend in Neuenburg damals. Das waren ein, zwei Jahre und das sind prägende Erlebnisse, die man als junger Mensch macht, das vergisst man nicht. Und mein Sohn ist jetzt gerade auf einer Freizeit mit der katholischen Jugend und der kommt da, letztes Jahr war er auch schon dabei, 14 Tage lang in den Schweizer Bergen ohne Handy. Der kommt völlig auskuriert und ausgeglichen zurück. Das sind tolle Erfahrungen, die nimmt man für den Rest seines Lebens mit. Es geht um Gemeinschaft und wie man in dieser Gemeinschaft sich aufhält und wie man mit anderen auskommt. Das sind tolle Erlebnisse, würde ich nicht missen wollen. Immer unterstützenswert. Was gefällt Ihnen an unserer Demokratie? Also an unserer Demokratie gefällt mir, dass Deutschland eine sehr erfolgreiche Entwicklung gehabt hat, von dieser Nazi-Zeit heraus zu einer musterhaften Demokratie, die sich weltweit sehen lassen kann, wo wir, glaube ich, auch wenig Defizite haben. Und die repräsentative Demokratie hat auch ein paar Vorteile gegenüber der direkten Demokratie, wobei ich für mehr direkte Demokratie schon bin. Allerdings sollte man das eher auf der kommunalen Ebene ansiedeln, wie jetzt auf Bundesebene Entscheide zu machen. Die sind vergleichsweise schwierig. Wo muss sich unser demokratisches System verbessern? Ich meine, wir brauchen mehr Verantwortung und mehr Gelder auf der kommunalen Ebene. Die Menschen müssen sehen, dass es sich lohnt, im Gemeinderat sich zu engagieren und auf diesen Ebenen wirklich auch gute Entscheidungen treffen zu können. Und mir schwebt da ein bisschen auch das Schweizer Modell vor. Und bei den Schweizern, die haben den Vorteil, dass sie immer Ausgaben gleichzeitig mit der Abstimmung zusammennehmen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn Sie in der Kommune Kindergartenplätze oder Kindergartengebühren haben und darüber abstimmen, dann ist es natürlich leicht, dafür abzustimmen, zu sagen, soll alles umsonst sein. Aber Sie müssen auch gleichzeitig die andere Seite beleuchten, wer soll es bezahlen und wie soll es bezahlt werden. Und in der Schweiz sind diese beiden Fragen immer miteinander gekoppelt. Und so kann direkte Demokratie auch funktionieren. Wenn Sie nur Abstimmungen machen, dahingehend, was soll der Staat noch alles mehr zahlen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie soll es bezahlt werden, ist es keine richtige Abstimmung. Und da sind die Schweizer uns um sehr, sehr viele Jahre voraus. Und das wünsche ich mir ein bisschen hier, mehr Verantwortung, mehr Geld in die Kommunen, dass wir auch vor Ort Dinge mehr entscheiden können und nicht so überreguliert werden von übergeordneten Behörden, wie jetzt Regierungspräsidium, Landesregierung und so weiter. Wie kann der Staat das Ehrenamt fördern und unterstützen? Also ich denke, das Ehrenamt kann man in vielerlei Hinsicht fördern vom Staat her. Wir haben einmal die Buftis zum Beispiel, das ist so eine Sache, wo man das Ehrenamt mit fördern kann. Wir hatten früher auch im Zivildienst viele Jobs, die ins Ehrenamt gelaufen sind. Ich denke, es ist nicht schlecht, wenn junge Menschen ein Jahr sich auch mal der Gemeinschaft zur Verfügung stellen und diesem Staat dienen. Ich halte es für richtig. Zweite Möglichkeit ist, die Vereine zu entlasten von einer steuerlichen Bürokratie, die inzwischen auch die Vereine erfasst hat. Das fängt an beim Spuckschutz bei einer Kuchentheke, die ein Verein aufbaut, um Kuchen zu verkaufen, um sich zu finanzieren. Also da sind wir, glaube ich, ein bisschen überdreht. Da müssen wir ein bisschen das Rad zurückdrehen, damit diese Freiheiten noch möglich sind, weil die Ehrenamtlichen tun sich einfach schwer, wenn sie in einem Dschungel von Regulatorik sich bewegen müssen und gar nicht mehr wissen, ob sie es eigentlich noch richtig machen, ob sie es noch machen dürfen und so weiter und so fort. Wir haben da eigentlich ein bisschen zu viel von dieser Regulatorik auch bei Vereinen. Stichwort GEMA zum Beispiel ist ein ganz ärgerlicher Punkt. Die Vereine, wenn sie Veranstaltungen machen mit Musik, müssen unglaubliche GEMA-Gebühren zahlen. Halte ich nicht für richtig und wir müssen das durch ein pauschaleres System ablösen. Nenne ich mal ein Beispiel, dass jede Kommune 1 Promille ihres Haushalts bezahlt für diese ganzen Gebühren, die bei sowas anfallen, für die ehrenamtlichen Vereine. Und damit wäre das dann auch endgültig vom Tisch. Und damit könnten wir auch mehr Freiheit und wir müssen sich die Ehrenamtlichen nicht mit solchen Dingen beschäftigen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch den Fall von Straßenfesten, wo die Vereine ihre Buden abnehmen lassen müssen, Gutachten erstellen müssen über die Gefährdung, welche Gefahren von dieser Bude ausgehen, wie brennbar sie ist und so weiter und so fort.
Es war alles 40 Jahre lang nicht notwendig. Es ist eigentlich auch nichts passiert. Insofern fragt man sich schon manchmal, ob wir da nicht ein bisschen zu viel machen. Ich würde mir wünschen, dass da mehr Freiheit besteht und die Leute nicht oder ihr Engagement nicht für sowas, für solche Arbeiten verwendet werden muss, sondern dass sie mehr Freiheit haben für diese, ihre wirkliche ehrenamtliche Tätigkeit. Warum sollen junge Menschen Sie und Ihre Partei wählen? Ja, ich denke, die FDP hat ein Programm. Wir wollen eine Agenda 2030. Wir sind fortschrittsorientiert. Wir sind die einzige Partei, die ein bisschen weniger Staat haben will, mehr Freiheit für die Menschen und weniger Regulatorik. Das ist mal eines. Aber wir haben die großen Zukunftsprobleme vor uns. Das ist einmal Klimaschutz. Da sind wir für eine CO2-Abgabe und Zertifikate, um das marktwirtschaftlich auszusteuern. Wir müssen weg. Die Klimakatastrophe rollt. Man muss sich vorstellen, dass der Nordpol 2040 eisfrei sein soll. Dann kann ich Ihnen als Förster sagen, das wird nicht spurlos an dieser Welt vorübergehen, sondern es wird uns stark betreffen. Zum Zweiten haben wir natürlich eine anwachsende Weltbevölkerung, die auch Druck auf Europa ausübt. Und wir sehen das ja auch an dieser Migrationsbewegung, die wir jetzt schon haben. Die wird sich in den kommenden Jahren verstärken. Das durchschnittliche Alter einer Gesellschaft in Nordafrika ist etwa 17 oder 18 Jahre. Wir in Deutschland sind jetzt bei 42 angekommen. Da sehen Sie, dass Welten aufeinanderprallen und dafür braucht es einen Plan. Und ich sehe nicht, dass die Große Koalition, wie wir sie bisher hatten, überhaupt Pläne hatte in dieser Frage. In beiden hat sie eigentlich keinen Plan gehabt. Wir sind beim CO2 nicht weitergekommen, wir sind bei der Migration nicht weitergekommen und das muss sich ändern. Die FDP ist eine optimistische Partei. Wir schauen in die Zukunft, wir wollen was draus machen. Das gilt vor allem auch für die kommende Digitalisierung. Und da braucht es einfach Glasfaser an jedem Haus. Und das hat auch die Große Koalition komplett verschlafen. Wir sind dafür, dass die Bundesregierung die Telekom-Anteile endlich verkauft, weil sie ist befangen. Sie muss natürlich auch für ihre eigene Gesellschaft ein bisschen ein Geschäftsfeld noch haben. Und das ist die letzte Meile mit Kupfer. Das ist das Geschäftsmodell der Telekom. Und das können wir in der Zukunft nicht brauchen. Wir brauchen Glasfaser an jedem Haus, an jeder Firma. Wir sind ein Mittelstandsland hier in Baden-Württemberg und unsere Wirtschaft läuft nur, wenn die Kommunikation laufen kann über Glasfaser. Und da sind wir, glaube ich, ganz, ganz weit vorne. Und wir wollen den Einstieg in die Gigabit-Gesellschaft. Das sind Chancen für uns und als Industriestandort braucht man es sowieso. Und wenn Sie anschauen, Frau Merkel redet von 50 Mbit und will 10 Milliarden investieren. Ich kann Ihnen nur sagen, sie hat bei beidem eine Null vergessen. Wir brauchen mindestens 100 Milliarden und wir brauchen mindestens 500 Mbit, aber eigentlich besser das Gigabit als Einstieg in die Gigabit-Gesellschaft und die ganzen Möglichkeiten, die sich dahinter verbergen. Und ich glaube auch nicht, dass Digitalisierung uns viele Arbeitsplätze kosten wird. Es wird eine Umschichtung geben, das Arbeitsleben wird sich verändern, wir werden nicht drumherum kommen und da brauchen wir Lösungen und die hat die FDP. Ich bin jetzt 10 Jahre Bürgermeister hier in dieser Gemeinde und ich glaube, ich habe bewiesen, dass ich was bewegen kann für diese Region. Ich habe mich engagiert für Europa im Distriktrat. Da bin ich Vizepräsident, um diese Drei-Länder-Kooperation sicherzustellen, voranzutreiben. Und ich denke, wenn jemand was vorzuweisen hat, dann ist er, glaube ich, auch eher wählbar, wie jemand, der noch nichts vorzuweisen hat.